Viele von uns verbringen die meiste Zeit des Jahres damit zu arbeiten, um sich ein erfülltes Leben zu finanzieren. Doch selbstverständlich hat jeder Arbeitnehmer auch Urlaub oder Schüler und Studenten eben Ferien. Nicht jeder möchte seinen Urlaub zu Hause verbringen. Reisebüros und Online-Portale bieten uns deswegen oft Last-Minute-Reisen mit günstigen Flügen und Hotels an. Doch hier sollte höchste Vorsicht geboten werden. Hotelpensionen und Hostels sind oftmals nicht so einladend, wie sie aussehen. Ihr wollt euch wie zu Hause fühlen und eigentlich einfach mal abschalten? Blöd nur, wenn ihr dabei dauerhaft beobachtet werden könntet, sogar unter der Dusche. Was damit gemeint ist und wie du dich davor schützen kannst, gleich nach dem Intro. In der heutigen Zeit leben wir nur noch mit einer eingeschränkten Privatsphäre. Wenn man nicht zufällig auf einer einsamen Insel wohnt, wird man tagtäglich von verschiedenen Kameras eingefangen. Sei es in der U-Bahn, am Flughafen oder möglicherweise sogar von der kleinen Linse im eigenen Laptop. Kann man sich überhaupt noch sicher sein, dass man nicht in Situationen überwacht wird, in denen man lieber eigentlich allein sein möchte? Ein Thema, mit dem sich vor allem Politiker herumschlagen müssen. Ein Überwachungsstaat bringt vielleicht viele Sicherheiten, doch zumindest genauso viele Einbußen. Wenn man mal ein Bild des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg anschaut, fallen einem sofort das abgeklebte Mikrofon und die verdeckte Kamera auf. Ein Foto, was uns wachrütteln sollte. Manche Menschen mussten es bereits am eigenen Leib erfahren, was es heißt, bei intimen Situationen gefilmt zu werden. Und keinesfalls bei sich zu Hause oder in der U-Bahn, sondern wirklich in einem Hotel, wo man für ein heimisches Gefühl teilweise wirklich viel Geld hinblättert. Experten warnen nun vor Kameras und Webcam-artigen Geräten, die in Verstecken wie beispielsweise dem Badlüfter versteckt sein könnten. Manche wenige Hotelbesitzer sollen sich so bereits in der Vergangenheit ein etwas zu genaues Bild von den Gästen gemacht haben. Es kam sogar schon zu Verhaftungen. Das nächste Mal in einem Hotel also auf jeden Fall vor dem Entspannen schauen, ob man wirklich auf alle eventuellen Überraschungen vorbereitet ist. Um versteckte Kameras zu entdecken, empfiehlt es sich genau zu lauschen, während man durch den Raum geht. Die meisten auf Bewegung sensible Kameras erzeugen ein kaum hörbares Klicken oder auch einen Summton, wenn sie angestellt sind. Alternativ kann man sich auch einfach die Dunkelheit zunutze machen. Suche einfach nach roten oder grünen LED-Leuchten. Möglicherweise war der Übeltäter unvorsichtig und hat die versteckten Kameras nicht abgedeckt. Solltet ihr wirklich eine Überwachungskamera beispielsweise im Badlüfter, im Brandmelder oder in anderen Verstecken finden, macht Fotos, informiert die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und verhalte dich so, als ob nichts geschehen ist. Die verständigte Behörde wird nun prüfen, ob die Wanzen wirklich installiert waren und sie nicht einfach nur in dem Raum herumlagen. Wenn sie jedoch wirklich heimlich gefilmt haben, wird der Hotelinhaber natürlich strafrechtlich verfolgt. Das war's auch schon. Habt ihr eventuell auch schon mal Erfahrungen mit solchen versteckten Kameras gemacht? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Eine positive Bewertung ist natürlich auch immer gerne gesehen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.